Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich mal wieder nach einer kurzen Pause irgendwie von 8, 9, 10 Tagen, was weiß ich, wie lange, habe ich kein Video mehr hochgeladen hier auf YouTube. Und jetzt ist so wieder Comeback, ich bin wieder da. Grund dafür war einfach, es war erstmal nicht so viel los, dass man darüber hätte reden können. Und zudem war ich auch noch zweimal in Berlin, einmal urlaubstechnisch privat für ein paar Tage. Und dann war ich auch noch bei der Premier League in Berlin, die jetzt am vergangenen Donnerstag war. Ich war einen Tag vorher da, hatte Media Day, dann den Tag selber und am nächsten Tag abgereist. Also waren auch nochmal 3 Tage, die ich gar nicht zu Hause war. Zwischendurch noch Uni und alles drin gehabt und so. Deswegen für YouTube war jetzt nicht so viel Platz, aber habe jetzt wieder mehr Zeit. Ich bin zwar auch wieder mitten in der Klausurenphase, aber ich kann das alles jetzt ganz gut regeln soweit und bin mehr zu Hause, das ist das Wichtige. Das heißt, es werden auch wieder mehr YouTube-Videos kommen, also keine Sorge, bin wieder back. Jetzt aber mal zum wichtigen Teil, zum Thema nämlich des heutigen Videos. Und zwar, worum soll es heute gehen? Es soll um Adrian Lewis gehen. Und zwar finde ich das ein spannendes Thema irgendwie, weil ja, da einfach sehr viele Fragezeichen drum sind um ihn und keiner so richtig weiß, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Wir wissen ja, Adrian Lewis, absolute Darts-Legende, Doppelweltmeister 2011, 2012, Back-to-Back, PDC, Darts-Weltmeister geworden, absolut Prime. Davor auch sehr stark gewesen, hatte einen guten Anstieg so bis zu dem Level, wo er dann auch wirklich seine besten Darts gespielt hat und halt zweimal Weltmeister geworden ist. Von da an ging es für ihn aber nicht wirklich weiter nach oben. Ist natürlich auch schwierig, wenn du Doppelweltmeister wird. Viel weiter kannst du natürlich nicht nach oben gehen, aber du kannst ja versuchen, dein Level irgendwie zu halten. Und das hat Adrian Lewis über die nächsten 10, 15 Jahre überhaupt nicht geschafft. Und ja, er danach, ich glaube, sein letzter Major-Titel, den er geholt hat, war 2016 der World Cup mit Phil Taylor. Und das ist auch so eine Sache, ja, kann man auch argumentieren, ob das jetzt ein großer Major-Titel ist oder nicht. Davor müssten es, glaube ich, die UK Open 2014 gewesen sein, davor die EM 2013. Das waren so seine größten Titel in seiner Karriere. Er hat noch weitere Pro-Tour-Titel geholt bei den Players Championship Events. Ja, aber daran wirst du halt nicht gemessen. Du wirst jetzt nicht an den Pro-Tour-Titeln gemessen, auch wenn er jetzt vor ein, zwei Jahren nochmal eins gewonnen hat. Ja, es wurde ihm immer schlechter eigentlich. Er konnte keine großen Leistungen mehr zeigen, hatte keine wirklich großen Ergebnisse. Also wie gesagt, 2016 hat er den World Cup geholt. Danach ein großes Major-Ergebnis hatte er eigentlich nicht mehr danach so wirklich. Und ist abgefallen, leistungstechnisch konnte er nicht mehr so überzeugen. Ja, muss man so sagen, er konnte nicht überzeugen. Bis er dann wirklich in den letzten Jahren auch viel abgesagt hat, nicht mehr gespielt hat, kurzfristig auch abgesagt hat die Sachen. Und ja, das Ganze endet dann im Prinzip darin, dass er im April 2023, also ist jetzt auch schon fast 10 Monate her, dass er sein, ja nicht Karriereende verkündigt hat, aber er hat erstmal seine Karriere pausiert. Er hat weiterhin eine Tourcard, er müsste mittlerweile irgendwie, ja, in den 50ern der Weltrangliste sein, also es müsste Platz 54 sein, wo er aktuell steht in der Weltrangliste. Und letztes Jahr hat er ja, wie gesagt, fast gar nichts gespielt. Ich glaube, am Anfang im Januar, Februar oder Februar, März war das noch, hat er hier und da nochmal ein Event gespielt. Aber viel ist dann auch einfach kurzfristig abgesagt. Und wenn er gespielt hat, hat er auch keine großen Ergebnisse oder so gezeigt. Und ja, jetzt war eben die Situation, Ende des Jahres ist ja immer so, dass die Entscheidungen für die Tourcard getroffen werden. Und entweder man fällt automatisch raus oder man kann auch seine Tourkarte freiwillig abgeben. Und bei Adrian Lewis hat man jetzt denken können, vielleicht gibt er seine Tourcard ab, aber vielleicht startet er auch in dieses Jahr wieder neu. Es war irgendwie nichts von beiden, weil er hat seine Tourcard nicht abgegeben, was ja eigentlich schon mal heißt, hey, ich habe jetzt zwar Pause gemacht, aber ich will auch wieder einsteigen. Es wurde bekannt gegeben, wer jetzt abgesagt hat für die ersten beiden Players Championship Turniere, die jetzt am 12. und am 13. stattfinden. Und Adrian Lewis ist nicht auf der Liste. Und ja, das ist natürlich so ein Zeichen, er will immer noch nicht weitermachen. Ja, jetzt stellt sich einem auch die Frage, wie sieht es jetzt für das Jahr überhaupt aus für den Adrian Lewis? Wie wird er performen? Wird er überhaupt spielen? Und kann er seine Tourcard halten? Und das ist so ein spannendes Thema eigentlich für mich, weil ja, es ist jetzt, man kann schon mal eigentlich sagen, es ist so gefühlt unmöglich für Adrian Lewis, seine Tourkarte zu halten. Es wird extrem schwierig, weil er muss eigentlich bei Null anfangen. Er ist nicht in den Top 16 der Pro Tour oder auf Merit, sowieso nicht in den Top 16 der Welt. Hat in den letzten 12 Monaten nur marginal Preisgeld eingespielt und keine guten Leistungen gezeigt. Und jetzt ist eben auch das Ding, er hat jetzt die ersten beiden Players Championship Events abgesagt und die Tage danach sind auch die Qualifier für die ersten beiden European Tour Events. Das heißt, da wird er auch nicht dabei sein. Das heißt, er verpasst schon mal 4 Events. 2 Players Championship und 2 European Tour Events. Die finden zwar jetzt später statt, aber da
qualifiziert er sich jetzt eben nicht für, selbstverständlich. Und die Woche darauf sind auch direkt wieder Players Championship Events und auch nochmal zwei European Tour Qualifier. Ist natürlich jetzt fraglich, ist er nächste Woche dabei? Ich meine, ich denke mal nicht, dass er jetzt innerhalb von einer Woche auf einmal wieder dabei sein wird. Das heißt, da wird er auch nicht dabei sein, rechnen wir jetzt mal damit. Das heißt, auch da sind wieder zwei Players Championship Turniere und zwei European Tour Qualifier. Das heißt, auch die wird er nicht spielen. Er verpasst also schon mal vier Players Championship Turniere und vier European Tour Events. Das ist schon für einen Spieler, der bei Null starten muss, ziemlich hart. Weil, ja, natürlich willst du, wenn du von Null startest, alles, was dir möglich ist, zu spielen. Du bist nicht bei den großen Turnieren dabei, du bist nicht bei der WM dabei, du willst die kleinen Turniere, da willst du dich aufbauen. Und da ist Adrian Lewis eben auch nicht dabei und wird es eben sehr schwierig haben, sich noch irgendwie in der Weltrangliste gut zu positionieren am Ende des Jahres. Und er muss sich irgendwie für die WM qualifizieren. Ich weiß aber nicht, wie das gehen soll, weil, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht, wie seine Form jetzt ist. Wir können davon ausgehen, wenn man sich auch mal seine früheren, ja, seine Trainingsroutine oder wie regelmäßig er trainiert hat, er war ja nie der größte, ja, der Trainingsweltmeister. Zu seinen Hochzeiten hat er extrem viel trainiert, er hat ja auch mit Phil Taylor und so trainiert und alles da, aber er war ja auch ein bisschen trainingsfaul. Und bei Adrian Lewis kann ich mir auch vorstellen, dass er jetzt über diese 12 Monate kein Dart angefasst hat. Also kann ich mir vorstellen, dass das einfach, ist ihm egal, war ihm egal und das ist auch völlig in Ordnung. Ich will gar nicht sagen, ich kann seine Entscheidung auch verstehen. Ich meine, er hat über 20 Jahre jetzt Darts durchgeballert und da wirklich konstant jede Woche unterwegs gewesen, Premier League gespielt, Weltmeister und so, wisst ihr alles. Also hohe Belastung über 20 Jahre an der Weltspitze und kann ich auch verstehen, wenn man dann mal ein Jahr wirklich sich Pause nimmt und vielleicht erstmal überlegt, will ich das noch weitermachen? Ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht, habe mein Geld auch gemacht. Ich habe eine Frau und ich habe eine Familie und das sind natürlich Faktoren, die da auch mit reinspielen. Ich glaube, er hatte auch gelesen, dass es seiner Frau nicht so gut ging das letzte Jahr und er da auch im Krankenhaus einige Zeit verbracht hat mit ihr. Ist natürlich auch so ein Faktor. Das heißt, diese Entscheidung von Lewis ist schon verständlich auf jeden Fall. Aber ja, deswegen, es wird eben jetzt schwierig vorauszusehen, wie es für ihn weitergeht. Ich bin gespannt, ob er zurückkommt. Ich würde ihn gerne nochmal sehen. Ich kann mir, wie gesagt, aber nicht vorstellen, dass er seine Tourkarte am Ende des Jahres hält. Und Adrian Lewis bei der Q-School kann ich mir auch einfach nicht vorstellen, dass er das macht. Da muss er schon extrem motiviert sein. Aber ist er extrem motiviert? Ich weiß es nicht. Ich meine, immerhin ist er nicht komplett von der Bildfläche verschwunden irgendwie, dass er komplett untergetaucht ist. Ab und zu hat er mal was auf Social Media gepostet. Er war mal hier angeln, war da mal. Dann war er jetzt zum Beispiel im Dezember bei diesem Event von der PDC, wo die ganzen Weltmeister eingeladen wurden. Von der PDC, die alle Weltmeister geworden sind. Da war er auch am Start, hat auch ein bisschen geredet und so. Dann war er irgendwie letzte Woche nochmal in einem Podcast von Live Darts am Start, in so einer kleinen Runde da mit Stephen Bunting und noch zwei weiteren. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Mit Russ Bray, glaube ich, und ich weiß nicht, wer war noch dabei. Egal. Dann, ja, also daran sieht man dann auch, er ist jetzt nicht komplett verschwunden, ist nicht irgendwie komplett abgeneigt vom Darts oder so, sondern zeigt sich hier und da nochmal, aber ja. Das Spielerische fehlt natürlich. Deswegen, ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was glaubt ihr, wie geht es mit Adrian Lewis weiter? Könnt ihr seine Entscheidungen nachvollziehen? So, glaubt ihr, er schafft es, seine Tourkarte zu halten? Wenn er spielt, wie wird er zurückkommen? Das sind alles komplett offene Fragen. Ich habe jetzt mal meine Einschätzung dazu abgegeben, wie ich das so einschätze, wie ich so denke, wie er zurückkommen wird, ob er zurückkommen wird. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er sich irgendwann in diesem Jahr nochmal probiert und das so nimmt als Event so, um zu gucken, macht es mir noch Spaß, habe ich noch Bock, bin ich noch hungrig, dass er irgendwie ein paar Events mitnimmt bei den Players Championship Turnieren und daraufhin dann entscheidet, ob er weitermacht oder nicht. Und ja, vielleicht sehen wir ihn ja bei der Q-School nächstes Jahr, aber das kann ich mir, wie gesagt, schwer vorstellen. Es bleibt also ein offenes Thema und sehr interessant. Wir werden weiterhin drauf gucken, sobald es Updates gibt. Werdet ihr die bei mir hier erfahren auf YouTube, deswegen lasst ein Abo da, ein Like da natürlich, schreibt in die Kommentare und wenn ihr immer up to date sein wollt, dann schaut auch bei mir auf Instagram vorbei, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, erhaltet die neuesten Infos immer direkt, schaut da vorbei, Link ist in der Beschreibung, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.